Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Und zwar heute der Heizlüfter. Und zwar habe ich mir extra von meiner Mama ein altes NVA-Handtuch von meinem Papa geholt, weil ich mir nicht meinen Tisch versengen wollte, falls das nicht funktioniert, oder Teppich oder sonst irgendwas, habe ich mir ein altes NVA-Handtuch von meinem Vater geholt. Also steht auch hier noch NVA drauf, kann ich euch zeigen. Da NVA, also müsst ihr jetzt von unten nach oben lesen, so NVA. So. Wir machen nämlich jetzt den Kipptest. Das wollte ich vorher noch nicht machen, das wollte ich live im Video machen. Und nicht mit meiner Frau und so zusammen. Ich habe ihn selber nicht so lange testen können. Ich stelle noch mal kurz hierher. Selber habe ich ihn nicht so lange testen können. Wir gucken uns gleich mal hier oben noch die Dinger an. Weil meine Frau sich den als erste gemopst hat. Dann hat er halt runtergeholt, weil ich gesagt habe, ich muss da mal jetzt langsam doch mal ein Video noch machen. Ich will ja auch mal Hardware-Check machen, will ja auch selber testen. Dann hat sich meine große Tochter gemopst, weil der früh immer so kalt ist. Und jetzt habe ich mir wieder zurückgeholt und konnte ihn selber ein paar Mal benutzen. Und nach, habe meine Tochter gefragt, habe meine Frau gefragt, die waren alle sehr zufrieden damit. Wir haben an der Oberseite, ich zeige euch mal von vorne, hier ist halt, da ist das Heizelement drin. Hier unten ist die Platte, wo er sich drauf dreht. Und an der Oberseite haben wir praktisch an und aus. Wir haben Ventilator, also die Geschwindigkeit, also wie viel Wind durchkommt, haben wir zwei Stufen. Wir haben LED, dann haben wir hier innen drin ein LED-Band, das verfärbt sich dann. Und hier haben wir die Bewegung. Ich zeige es euch mal. Ja, der hat so einen Sicherheitsmechanismus, dass er halt auf zu weichen Sachen nicht angeht. So, jetzt ist er an. Es leuchtet hier oben eine LED und hier. Ich mach mal kurz aus, dass ihr das seht. Wenn ich jetzt hier Stufe 2 anmache, dann leuchten da zwei LEDs. Wir haben hier dann noch LEDs. Das seht ihr jetzt leicht schwach hier. Ich drehe das aber gleich noch um, dann seht ihr das mehr. Und dann haben wir hier den Modus, dass es sich dreht. Ach, jetzt müssen wir kurz warten. Halt. Versucht mal so irgendwie hinzumachen, damit ihr das seht. Seht ihr das halbwegs? So. Und so. Jetzt müsst ihr das halbwegs sehen. Dass das leuchtet. Und jetzt werden wir das aber mal mit dem Schwingen versuchen. Ich mache mal wieder Licht an. So. Seht ihr das? Ja. Ich mache das mal noch ein bisschen weiter rüber. So. So. Jetzt solltet ihr es sehen. Hier ist das Teil, hier ist das. Ich hole mal noch ein bisschen weiter zu mir. So, wir machen den an, weil uns kalt ist. Ventilatorstufe lassen wir jetzt mal 1, einfach so. Ich mache noch ein bisschen weiter rüber, dass ihr seht, wie ich den umfallen lasse. Oh, und da geht er schon aus. Also er hat so einen Sicherheitsmechanismus, dass er ab einer gewissen Kipphöhe gleich automatisch aussieht. Oh! Jetzt ist er mir umgefallen und er ist aus. Also ist nicht nochmal an. Also ist komplett aus. Wir können es nochmal testen. Aber ja, beim Anziehen, Kind kommt mit dem Bein gegen, dann geht er aus.
Selbst bei so einer leichten Kippbewegung geht er aus. Wenn man es nochmal testen. So. Ich will, dass er umfällt und nicht nur eine leichte Kippbewegung macht. Wir ziehen uns an. Und wir kommen mit dem Bein dagegen. Und dann ist er aus. Also würde ich sagen, bestanden. Ich habe mir ganz umsonst. Ich muss gestehen, ich habe nicht gedacht, dass er ausgeht. Aber wie gesagt, er geht aus. Gerade frisch getestet. Also ich habe es vorher nicht getestet. Verarbeitet ist er auch gut. Hat uns gute Dienste erwiesen. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Er frisst halt dementsprechend Strom. Ja. Aber er macht das, was er soll. Er dreht sich, er hat die LED, er hat zwei Stufen für Ventilator, er geht an und aus. Und wenn er umfällt, kokelt er eben nicht das Bett oder den Teppich an. Also was er machen soll, macht er. Ja, dann würde ich sagen, wartet jetzt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.